Herzlich willkommen im Weltraum. Ich bin der Heizmeister. Dies ist Folge 199 von X3, Albion Prelude. Ich stehe unter Beschuss, denn ich habe ja in der letzten Folge eine Patrouille angefangen und ich soll anscheinend den Sektor hier gegen Xenon verteidigen. Dann mache ich das doch mal. Das war Xenon. Ja, diesmal kein langes Vorbeiflug-Intro, wie es halt Standard ist. Nee, diesmal ist es ein bisschen anders. Achtung, eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Familie Hui. Das ist gut. Aber jetzt nicht. Ich muss mich mal eben auf den Kampf konzentrieren, deshalb kann es sein, dass ich es gleich ein wenig weniger sage. Ach, das ist ein netter Ausdruck. Ein wenig weniger. Xenon P. Da klingelt die Kasse und das freut mich. Und abdrehen. Ja, ist klar. Waffenreaktor, streng dich mal ein bisschen an. Das ist Xenon Q, um das kümmere ich mich gleich. Das hat Photon-Impulskanonen, aber die drehen sich wie ein Schulbus, also passt es. Im Namen des Vorsitzenden CEO, das Teladi-Unternehmen ist für ihre rechtzeitige Hilfe bei der Rettung von großem Profit dankbar. Nun mach's nicht so dramatisch. Erhalten Sie 5000 Credits. Jo, passt. Danke. Autsch. Voll in die Fresse. Das Kleinzeug ist da hinten. Ich sehe schon wieder jede Menge Raketen hier ankommen. Da haben die Teladi gerade wieder einen, wie sagt man so schön, I-Win-Button hier in den Sektor geholt. In der Form von Raketenfregatten und Bombern. Reich mich mal hinter den Tomahawks ein. Oh nein, das sind zu viele. Ah, verdammt. Gut, dass der Gepard so tolle Schilder hat. Der Reaktor alleine ist zwar jetzt nicht gerade so kräftig. Tomahawk-Rakete. Ja, wo ist die wohl eingeschlagen? Mal schauen. Banshee, Energiezellen, Flammenschwert. Ziel verlässt Feuerreichweite. Passt. Hier gibt's noch einen Feind. Das ist allerdings kein Xenon. Telad, Kultur, Profitcenter, Korsar, Finanzhof. Na. Korsaren, Frachtguttransport. Genau. Frachtguttransport der Korsaren. Ich guck dann mal gerade mal, ob eines meiner Schiffe das zeitliche gesegnet hat. Nein. Die Asteroiden, die man hier gesehen hat, waren wahrscheinlich, weil irgendeine Rakete gerade abgedreht ist und ein Asteroid im Ziel war. Dann haben sie sich mal eben geteilt. Herrlich. Teladi, Militär, Kondor. Das ist ein Standardschiff, das hier den Sektor patrouilliert. Gut-Transport, Vesper-Rakete. Nee. Donnerschlag-Rakete. Gewittersturm-Rakete. Auch nicht schlecht. Gewittersturm-Moskito-Rakete. Aber die bewahre ich mir erstmal für einen anderen Zweck auf. Frachtgut-Transport. Ich glaube, der Corsair hat gerade andere Probleme. Ja, der dürfte gleich. Den ist gleich erwischt. Ja, ich sehe schon die Tomahawk-Rakete da vorne ankommen. Ne, das lassen wir mal. Oder? Ah. Entscheiden. Haha, sie hat verfehlt. Den kriege ich noch. Den kriege ich noch. Garantiert. Vor der Tomahawk-Rakete. Das sind meine Credits. Ziel ist und Feuer. In Feuerreichweite. Ohne Rücksicht auf Verluste einfach draufhalten. Haha, Überraschung. Meiner. Ich krieg keine Credits. Ach, der zählt nicht dazu. Klar. Das ist ja keine Xenon-Flotte. Die Enttäuschung ist groß. So. Dann. Teladi, schnelle Einsatzeinheit. Adler, Teladi, Polizei, Bussard. Ich glaube, die sind ein bisschen überfordert, obwohl der Adler, der kriegt die schon. Ja, das sind Morgensternraketen, vom Schaden nach zu urteilen. Das sind keine Vesper-Raketen. Bitte wo? Verlässt Feuerreichweite. Vesper-Rakete. Ich habe nichts gesagt. Natürlich.
Natürlich. Ziel verlässt Feuerreichweite. Oh Gott, bin ich dämlich. Eine Morgensternrakete hätte ein anderes Ziel gesucht. Aber die waren ja sofort auf geradeauskurs gegangen, nachdem die das Ziel gestört hatten, zerstört hatten. Ja, von wegen, das kann keine Vesper-Rakete sein. Ja. Ey, neues Kanonenfutter. Kann ich mich ja nicht mehr um das Kleidzeug kümmern. Xenon Q. Obwohl, das sind zwei von denen. Xenon N. Na dann, Kleidzeug. Und tschüss. Ich glaube, es langsam wird es hier im Sektor ein bisschen voll. Ich habe ja nichts dagegen, wenn die Telade hier ein bisschen mitmischen, aber da die ja mit Raketen um sich werfen, wird das wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Ihr habt gerade den Waffenhändler ins Visier genommen. Ja, dann macht das mal. Nee, das ist mir hier zu bunt. Zu viel Kleinzeug, dann nehme ich doch lieber das Großzeug hier, das gerade auch ordentlich was abkriegt. Ausweichmanöver. Ausweichen! Aua. Daneben Geschwindigkeit anpassen. Hinter dem Q in Position gehen und draufhalten. Ich habe immer mal so ein Auge auf das Gravidar. Nicht, dass mir eine Rakete von hinten mich überrascht. Das wäre äußerst unschön. Bleib genau hier in der Position. Das sieht gut aus. Etwas weiter tiefer und ich werde zum bevorzugten Ziel für die Photonen-Impulskanone. Oh Gott, nee. Ich bin weg. Tschüss! Ja, ist klar. Natürlich, alle auf einen. Und kaputt. Die haben ein neues Ziel gefunden. Ja, das wird lustig. Ja, das ist ein Feuersturmtorpedo. Hey. Ziel verlässt Feuer. Ja. Das mit den Raketen ist so eine Sache. Die suchen sich jetzt natürlich ein neues Ziel. Und das neue Ziel ist anscheinend. Sind anscheinend die Xenonjäger hier. Na, fliegen wir mal hinterher. Ziel verlässt Feuerreichweite. Ich will jetzt auch nicht direkt entschärfen, weil es ist einfach zu witzig. Wenn die einmal hochgehen, geht da alles. Ja, ich weiß. Aber ja, es geht da alles halt hoch. Und ich mache mir ganz viele Feinde, denn jetzt gibt es eh kein Zurück mehr. Wenn ich Dinge jetzt abknall, dann bewirkt die Explosion, dass hier einige verbündete Schiffe mit in den Tod gerissen werden. Und dann riskiere ich Rangverlust und dass mich alle im Sektor auch noch angreifen und das möchte ich jetzt wirklich nicht. In Feuerreichweite. Also, ne, bevor irgendwie was meinem Rang schadet, nehme ich natürlich das Leben unschuldiger Piloten in Kauf. Keine Sache. Keine Frage. Hui. Der mit den Raketen tanzt. Ist ein gefährlicher Tanz, macht man auch nur einmal, aber ey, wer das Risiko liebt. Nee, Projektilgeschwindigkeit ist zu niedrig. Ups. Die drehen um. Dann tue ich das Gleiche. Voll erwischt. Tomahawk-Rakete. Ja. Ja, genau das ist es. Tomahawk-Raketen. Xenon N. Ich glaube, das terranische Äquivalent dazu ist die Phantomrakete, wenn ich mich nicht täusche. Und hinter mir ist gerade ein Asteroid leicht explodiert. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Apropos Terraner, ich habe das ja schon mal in der letzten und vorletzten Folge erwähnt, mehr oder weniger ausführlich. Ich werde eine Pause mit X3 einlegen nach der 200. Folge. Und dann allerdings irgendwann in ferner Zukunft mal wieder X3 anfangen, wenn ich mal wieder Lust drauf habe. Dann werde ich allerdings den Terraner-Start wählen und ja, ich habe mir da schon was Nettes ausgedacht.
Im Namen des Vorsitzenden CEO. Das Frachtraum enthält meins. Moskitorakete. Ah, kann man immer gebrauchen. Ja, das wird nicht so Friede, Freude, Eierkuchen, wir halten alle Händchen, wie hier, wie ich den friedlichen Händler spiele. Das wird ein bisschen anders. So nach dem Motto, Rache für den Taurus Eterne. Denn ich habe ja gehört, dass die Terraner ein paar böse Nachbarn haben. Und sowas kann natürlich nicht bleiben. So. Außerdem kriege ich dann das tolle Haku. Und dann möchte ich mir mindestens ein einziges Mal, das habe ich noch nie in X gemacht, mir eine Valhalla zusammenschrauben. Dauert zwar ein paar Tage in Echtzeit, aber ich glaube, das ist es wert. Und wahrscheinlich benötigt das so unglaublich viele Ressourcen, dass man dafür schon einen eigenen Komplex aufbauen muss. Ach komm. Vesper-Rakete. Moskito-Rakete. Installiert. Na. Ui, was war das denn? Das einzige Problem natürlich wird sein, dass es kein Äquivalent, kein terranisches Äquivalent zur Vesper-Rakete gibt. Also, oh Gott, schnell und wendig. Die leichteste terranische Rakete ist die Poltergeist-Rakete. Die ist wendig, keine Frage. Die kann auch ein neues Ziel erfassen, nachdem eins zerstört würde, aber leider nicht so schnell. Und die hat leider nicht so viel Ausdauer. Ist eher so eine Nahkampfrakete. Also, wenn die Schiffe, gegen die man kämpft, nicht schneller als 300 Meter pro Sekunde fliegen. Da hat gerade irgendwas... Oh, ne, die springen raus. Okay. Ja, dann hole ich mir den auch noch. Die Polizei. Teladi, Eskorte. Nee. Harrier, Teladi, Vorhut. Harrier, Teladi, Falke, Frachter. Das ist ein schönes Schiff. Der Falke Frachter hat nicht nur einen großen Laderaum, sondern auch eine 200 Megajoule Bucht. Kann einen guten Schild mitnehmen. Echt nett. Xenon N. Jo, du bist platt. Ich sehe schon Raketen da. Ja, ja. Und tschüss. Teladi, Falke, Frachter. So. Wohin denn jetzt? Mal sind zu aktivieren. Oh, ist doch nicht die Wahrheit, oder? Xenon L. Mhm. Ja, ich sehe schon. Hier sind Tomahawk-Raketen. Ich glaube, ich bin mal wieder viel zu spät zur Party. Schlecht. Sehr, sehr schlecht. Das Problem ist jetzt, ich will mich jetzt auch nicht da reinwagen, während die Tomahawks die Xenon-Jäger erfasst haben. Das wird unweigerlich nur zum Kurvenkampf führen und inmitten von Raketen ist das nicht gerade empfehlenswert. Ja, ich bleibe erstmal auf Abstand und beobachte. Eine Zeit lang. Das Blöde ist nur, Tomahawk-Raketen haben unglaublich viel Ausdauer. Also auch Reichweite. Ja, da hat es einen gefetzt. Xenon versuchen aufzuweichen, aber irgendwann schlägt einer ein. Nur eine Frage der Zeit. Obwohl, ja, komm her. Den nehme ich mir noch vor. Ja. Energielevel niedrig. Und das kriegt die Tomahawk-Rakete doch sicher hin, oder? Moment, sind das mehrere? Ah, da gehen sie gerade hoch. Ja, da ist noch eine. Ich habe mal ganz kurz aufs Gravidar geschielt. Ha, erwischt. Meine Credits. Ja, die sind nicht gerade dafür geeignet. Wow.
Gott, das war ein Volltreffer. Tja, so konsequent bin ich. Sag auch noch, dass das gefährlich ist und fliegt trotzdem rein. Dann muss ich mich auch nicht beschweren, wenn ich da eine Rakete abkriege. Das war wirklich ein Volltreffer. Wer stört? Merkur. Die Menagerie-Schiffswerft ist in Merkur. Oder, ja, in Merkur. Natürlich nicht, sondern im Sektor Merkur. Kaputt. Ich hab da auch noch irgendwas Tolles, oder? Ja, genau. Hier. Feuer. Bisschen zu langsam. Vorsicht mit dem Teladi-Schiff dort. Das könnte ins Auge gehen. Xenon N. Hey, jetzt verschellt. Ah, schade. Doch nicht. Ja. Ionenplasma-Schnellfeuergeschütze. Tolle Waffe. Sehr, sehr vielseitig. Frisst Waffenenergie und hat nicht eine schnellere Projektilgeschwindigkeit. Das ist natürlich ein Nachteil. Gewittersturmrakete installiert. Bist du eigentlich schneller? Geringfügig. Und kaputt. Installiert. Ja, dann könnt ihr meinetwegen euch hier noch austoben. Ich nehme erstmal. Obwohl, nee, ich nehme besser keinen Kurs auf diese Schiffe. Ich werde aber schön hier bleiben. Und das Ganze erstmal beobachten. Ah, in der Zwischenzeit kann ich ja mal Sektorkarte beobachten. Liegt ein bisschen was rum. Was haben wir denn eigentlich hier für Terraner-Sektoren? Ich schau nur. Hat nichts mit dem Terraner-Start zu tun. Mond. Eingehende Nachricht. Was? Wer stört? Nein. Ach ja, ich hab das aus Versehen jetzt gedrückt. Ja, ist ja gut. Was ist das denn für ein merkwürdiges Schiff? Zu viel Xen und Kleinzeug hier im Sektor, das kriege ich jetzt nicht alles aufgeräumt. NMNC Hauptquartier. Die Teladi sind gerade fleißig dabei, ihr eigenes Hauptquartier abzuknallen. Top. Weiter so, Jungs. Xenon Q. Teladi, schnelle Einsatzeinheit. Phoenix. Zerstörer. Xenon Q. Die Q nehmen Kurs auf den Zerstörer. Xenon Q. Ja, dann fliege ich mal hin. Bis dahin müssen die Schilde ja mittlerweile aufgeladen sein. Hoffe ich doch mal. Mal eben gucken. Nichts verloren. Ne, ich habe noch Moskitorakete als Standardausrüstung. Das Ding kann Hammerhai-Raketen tragen. Die sind lustig. Streithammer-Torpedos. Wir brauchen allerdings viel Frachtraum. Ja. Egal. Schauen wir mal. Doch kein Kurs auf den Teladi-Zerstörer genommen. Teladi, schnelle Einsatzeinheit. Phoenix, Xenon, Q. Dann fange ich den letzten hier ab. Bevor er mich mit Photon-Impulskanonen begrüßt. Das ist nämlich gerade besonders doof, wenn man so niedrige Schilde hat. Energielevel niedrig. Nicht jetzt, bin beschäftigt. Oh oh, ein Schlag. Ach. Ich könnte mal ein paar Raketen abfeuern, aber ich glaube, die wird das Ding abwehren. Ach ja, apropos Raketen. Jo, habe ich gesehen.
stehe niemals zwischen der schweren Rakete und ihrem Ziel. Das dürfte böse enden. Okay. Sind das Flammenschleudern? Sieht mir nach Flammenschleudern aus. Warum fliegen die alle auf mich zu? Vorsicht. Jetzt reicht's aber. Aladnas Hügel. Akilas Leuchtfeuer. Was ist denn da los? Ich spring gleich hier raus und schau mal nach. So, da kommen mehr Raketen an, werden abgewehrt und das war eine Xenon. Teladi, schnelle Einsatzeinheit. Phoenix. Und was bleibt übrig? Natürlich jede Menge. Achtung! Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Aktivas Glaube. Ah, ich kann nicht rausspringen. Zu wenig Energie. Xenon N. Ah, sei es drum. Die versuchen verzweifelt, das eine kleine Xenon-Schiff zu jagen, schaffen es aber nicht. Das ändert auch ständig den Kurs, das heißt, ich kann keine Treffer landen. Warnung, Energielevel niedrig. Ja, ist auch toll. Ui, das gefällt mir gar nicht. Ja, und da ist einer gerade ausgestiegen, das hat man gehört. Oder auch nicht. Wisst ihr was, ich mache jetzt mal eben hier einen Abgang. Wen hat's gefetzt? Warte auf Hilfe. Ich weiß immer noch leider noch nicht, wie man die mitnehmen kann. Aber ich glaube, das kann man nur mit dem Rettungsdienst, ne? Schade. Naja. Xenon N. Okay, nur noch Xenon N hier im Sektor. Es hieß ja, dass die Patrouille etwas länger dauern wird. Aber... Ziel ist nun in Feuerreichweite. Ach wirklich? Wo soll ich denn hinfeuern, bitte? Ziel verlässt Feuerreichweite. Aha. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Interessant. Ziel verlässt... Ziel ist nun in Feuerreichweite. Könnt sich mal bitte entscheiden. Ja, nee, das wird nix. Da kann ich noch so oft feuern, da brauche ich Raketen für. Ich meine, auf die schwerfälligen Dinger hier ist ja kein Verlass. Und wenn ich die abknalle? Haha. das war eigentlich knapp. Da waren ein paar Teladi zwischen. Teladi, Hightech-Transport. Ehrlich. Xenon N. Und alle hinterher. Diese Möwen aus Findet Nemo. Meins, meins. Und ich habe soweit beschädigt, dass es jetzt eigentlich ziemlich langsam sein müsste. Kein Ziel. Kaputt. Split stark im Arm Corporation. Eskorte. Ja. Verdammter Killstealer. So, was ist jetzt in den Sektor gesprungen? Nichts. Die sind raus. Xenon N. Joa, dann würde ich sagen, jage ich noch dieses Xenon N. Das dürfte allerdings noch etwas dauern. Das scheint auch gerade ein bisschen beschäftigt zu sein. Aber bis dahin sage ich erstmal, wer will... Ja, Aladnas Hügel, ich weiß. Egal. Ich bin der Heizmeister und ich hoffe, man sieht sich dann demnächst zur 200. Folge im Weltraum wieder. Für die habe ich was geplant. Ja, 200. und letzte Folge leider. Und dann erstmal eine längere Pause mit X3. Aber das ist ja noch der Terraner-Plot in Aussicht. Der Terraner-Start zumindest. Ja, in dem Sinne, macht's gut. Und bis dann.